Bei uns am Messedamm war dann auch wirklich nicht zu übersehen, dass die Oranje spielt. Tausende feierten sich und ihre Mannschaft auf die ganz eigene, auf die leichte, selbstironische holländische Art. Ja, die Gegner dieser tollen Fans heute im Olympiastadion, die türkische Elf und die rot-weiß gewandeten Fans, liefen schon am Nachmittag am Breitscheidplatz auf. Auch hier die Stimmung ausgelassen. Allerdings zeigten viele den sogenannten Wolfsgruß, das Symbol der türkischen Ultranationalisten. Auch Porträts des türkischen Staatschefs Erdogan wurden hochgehalten. Laut Polizei stand der türkische Fanmarsch kurz davor, aufgelöst zu werden. Dann reden wir doch gleich noch mal über ihn, über den türkischen Überraschungsgast, den bis vor ein paar Tagen niemand auf dem Zettel hatte. Er sei heute privat hier, hieß es von der Polizei über Recep Tayyip Erdogan. Ein Staatsgast also, der kein Staatsgast sein will, aber eben trotzdem hier ist und den Sicherheitskräften ganz schön zu schaffen machte. Das alles, hochwichtige Gäste auf der Tribüne, hoch aufgeregte Fans sowieso. Dazu noch die Sorge, dass da viele Fanliebe und die Unterstützung von Rassisten durcheinander würfeln. Dennis Wiese ist für uns im Olympiastadion. Nimm uns mit, Dennis. Was hängt da gerade in der Luft, anderthalb Stunden vor dem Anpfiff? Also ganz konkret jetzt gerade ein Helikopter, der hier über uns ist und der hängt gerade in der Luft. Aber ansonsten muss ich sagen, großartige Fußballvorfreude. Also tolle Atmosphäre, nichts von Politik oder sonstigen Sachen gerade hier zu spüren. Vor allen Dingen auch, weil das Wetter jetzt mitspielt. Also vorhin ging hier doch mal der ein oder andere Schauer durch rund um das Olympiastadion. Da mussten wir uns mal kurz unterstellen. Aber jetzt beide Fanlager wirklich zusammen hier, die eine schöne Fußballparty feiern. Und das ja schon so ab 18 Uhr. Da ging nämlich die Stadiontore auf und da hat man auch schon gesehen, beide Lager, die dann also durch diese Fanmärsche hier in Richtung Stadion kamen, dann wirklich friedlich auf dem Weg in Richtung Olympiastadion, wo dann ja heute dieses Viertelfinalspiel stattfindet zwischen den türkischen Spielern und den niederländischen. Und na klar, das ist ja auch logisch, dass vor allen Dingen ganz, ganz viele türkische Fans hier sind aus ganz Deutschland, auch aus ganz Europa, die angereist sind. Aber natürlich auch viele der Türken, die hier in Berlin zu Hause sind, die sich auf dieses großartige Spiel heute freuen, wie zum Beispiel dieser Fan auch. Richtiger Heimspiel. Also jetzt zum ersten Mal, ich bin jetzt 48 in Berlin geboren, zum ersten Mal erlebe ich so ein EM-Spiel halt in Berlin, direkt vor der Haustür, Türkei, Viertelfinale, was noch? Ja, das kann man nicht verpassen, da muss man mit dabei sein. Und wir hatten ja auch keine. Da muss man dabei sein und das gilt natürlich heute für ungefähr 75.000 Zuschauer. Denn klar, das Olympiastadion, das wird ausverkauft sein. Ich kann gar nicht sagen, ob es tatsächlich mehr türkische Fans sind. Denn die Niederländer, die sind eben auch wieder ganz, ganz kräftig dabei. Das hat man ja heute auch den ganzen Tag eben schon gesehen. Haben wir eben ja schon ein paar Bilder gesehen. Und man kann sich gar nicht satt sehen an diesen Bildern, wenn Oranje so ab der Messe Berlin loszieht Richtung Olympiastadion. Und die türkischen Fans, die haben sich auch auf den Weg gemacht vom Breitscheidplatz aus. Und da wurde dann eben vereinzelt dieser, ja, als rechtsextremes Zeichen bekannte Wolfsgruß gezeigt. Und das Ganze ist natürlich auch Thema für die Berliner Polizei. Beate Ostertag ist jetzt hier. Insgesamt 3000 Kräfte im Einsatz. Der türkische Staatspräsident später im Stadion. Lassen Sie uns eine Zwischenbilanz ziehen. Wie ist die Lage bisher? Wir sind bislang sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf. Wir haben zwei Fanmärsche begleitet. Große Gruppen von fröhlich ausgelassenen, feiernden Fans, sowohl türkischer als auch niederländischer Fans. Den Marsch der Niederländer haben wir gut durch bis zum Stadion bringen können. Den türkischen Marsch mussten wir beenden, kurz vorm S-Bahnhof, weil er eben missbraucht wurde als Plattform für politische Botschaften. Und das lassen wir als Polizei Berlin natürlich nicht zu. Eben weil der Wolfsgruß da gezeigt wurde und das, da müsste man eine Demonstration anmelden, um das zeigen zu dürfen. Und das war eben heute nicht der Fall. Jetzt ist der Präsident da, der türkische Staatspräsident. Es gibt viele Fans, die auch dazu aufgerufen haben im Übrigen, weil ja der türkische Spieler gesperrt ist aufgrund seines Wolfsgruß. Die haben gesagt, zeigt den bitte auch als, aus Solidarität im Stadion. Was ist die Gemengelage? Also was bringt dieser Abend vielleicht auch noch? Für die Dinge, die im Stadion passieren, ist per se natürlich die UEFA zuständig und die hat sich Gedanken gemacht, wie geht sie mit bestimmten Dingen um. Da stehen wir auch eng im Austausch. Was am Ende passieren wird, entscheidet die UEFA und dafür kann ich natürlich jetzt hier nicht sprechen. Tja, und nach dem Spiel dann natürlich entweder Glückseligkeit mit Autokorsos oder vielleicht Tränen, denn die gibt es nun mal nach so einem Viertelfinalspiel. Die Niederlande gegen die Türkei. Um 21 Uhr geht es hier hinter uns los im Berliner Olympiastadion. Ja, Tränen, wir erinnern uns. Vielen Dank, Dennis Wiese.